Bei dem gemeinsamen Treffen von Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Mario Draghi mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj in Kiew ging es neben zukünftigen Waffenlieferungen an die Ukraine vor allem um einen möglichen EU-Beitritt des Landes. Die drei Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich und Italien machten sich für eine EU-Zukunft der Ukraine stark. Dieses Zeichen muss jetzt gesendet werden. Wir erkennen die Ukraine als Kandidatenland an. Aber wir haben ihnen auch gesagt, dass dieser Prozess Zeit brauchen wird, dass es Bedingungen geben wird und dass es einen Ablaufplan geben wird. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz machte ein klares Statement für die Ukraine bezüglich der möglichen EU-Mitgliedschaft. Ich tue das, wozu ich einen Amtseid geschworen habe als deutscher Bundeskanzler. Und das heißt in diesem Fall ganz konkret, die Ukraine dabei zu unterstützen, dass sie ihre Integrität und Souveränität verteidigen kann. Das ist das, was wir gemeinsam voranbringen wollen. Und gleichzeitig geht es natürlich immer auch darum, zu verhindern, dass es eine Eskalation des Krieges gibt, der einen Krieg, sodass das ein Krieg zwischen NATO und Russland wird. Und darüber sind wir uns alle einig. Olaf Scholz stand in der Kritik, weil er zögerlich auf ukrainische Forderungen nach Waffenlieferungen reagierte, dies aber schließlich zusagte. Beobachter bewerten den Besuch des deutschen Bundeskanzlers in der Ukraine als ein starkes Zeichen. Scholz betonte, dass die humanitäre und militärische Hilfe so lange geleistet werde, wie es nötig sei.